Hey Freunde, mein Name ist Björn Biesinger und ich bin dein Tischtennis-Coach. Auf Instagram bekomme ich so oft die Nachricht, wieso Rumfilos, Karakasevich oder andere Spieler so gut sind, obwohl sie scheinbar wenig auf die Fitness, Ernährung und so weiter achten. Genau darum soll es im heutigen Video also gehen. In allen Sportarten, genauso auch im Tischtennis, ist das ganzheitliche Training wichtig. Was bedeutet ganzheitliche Training? Wir haben einmal natürlich die Technik, die in jeder Sportart wichtig ist und wahrscheinlich im Tischtennis der wichtigste Bereich ist. Also ihr könnt auch gerne mal auf Spotify oder auf Podcast gehen, da wurde ich letztens interviewt von dem Unternehmen Brain Effect. Der Podcast heißt Talking Brains, da erzähle ich auch nochmal was über die verschiedenen Bereiche, wie wichtig ist die Technik und so weiter. Und wir haben auf jeden Fall einmal die Technik. Doch neben der Technik sind auch andere Bereiche wichtig, wie zum Beispiel die Ernährung, Fitness, mentale Verfassung oder Taktik. Wenn wir eine gute Technik haben, dann können wir natürlich ein guter Tischtennisspieler sein. Es ist oftmals so, im Tischtennis gibt es Tischtennisspieler, die scheinbar nicht die beste Figur haben, die Fitness jetzt nicht mega durchtrainiert sind, die jetzt nicht mega die Oberschenkel haben und so weiter. Und die trotzdem eine gute Leistung abrufen können und teilweise sogar vielleicht besser sind als Spieler, die scheinbar so mega durchtrainiert sind, die auf die Ernährung achten und so weiter. Und da ist die Frage natürlich berechtigt, wenn jemand fragt, hey, ist es überhaupt so wichtig, wenn Spieler Y ohne die Ernährung oder ohne Fitness besser ist als der Spieler mit? Und da würde ich dir einfach gerne eine Gegenfrage stellen, und zwar: Was glaubst du, ist eigentlich möglich, wenn dieser Spieler, der eh schon sehr, sehr gut ist, der eine gute Technik hat, auch noch auf die Ernährung, Fitness, mentale Stärke oder Taktik gezielter achten würde? Ist einfach nur mal eine andere Perspektive. Denn natürlich kannst du mit einer guten Technik ja schon erfolgreich sein. Doch wenn es dann zum Beispiel bei 9 und 5. Satz ist, ja, dann ist es wichtig, dann kannst du noch so eine gute Technik haben, wenn du einfach nervös bist, wenn dein Arm ganz zittert, dann wirst du nie die optimale Leistung abrufen können. Genauso auch, wenn du dich auf ein Match ja nicht ernährungstechnisch gut genug vorbereitest, ja, wenn du eben zu wenig Energie hast. Hier zum Beispiel kannst du auch gerne auf www.tischtennis-ernährung.de gehen, da habe ich ein Buch geschrieben über Tischtennis-Ernährung, wie du mit der richtigen Ernährung besser im Tischtennis werden kannst. Kannst du auch kostenlos eine Leseprobe runterladen. Und da ist einfach wichtig, dass du die richtigen Dinge isst. Und zwar nicht nur 2 Stunden vor dem Spiel, sondern auch allgemein. Denn natürlich ist das Match am wichtigsten und wir wollen im Match gut sein und wir wollen mit TDR-Punkte haben und so weiter. Doch wichtig ist ja, was auch im Training passiert. Und wenn du schon wenn du sagst, okay, ich ernähre mich jetzt immer gut vor dem Match, aber vor dem Training esse ich, was ich will, und dann hast du ein schlechtes Gefühl im Training, hast zu wenig Energie, dann wirst du natürlich auch nie dein Training so gut absolvieren können, wie wenn du es mit einer perfekten oder einer optimierten Ernährung machen könntest. Das heißt, du verschenkst wieder Potenzial, weil du eben nicht so intensiv trainieren kannst wegen der Ernährung. Oder auch Fitness, ja, wenn du zu wenig Ausdauer hast, du kannst die Trainingseinheit nicht durchhalten, du hast zu wenig Körperspannung, weil du kein Stabilitätstraining machst und so weiter. Was möchte ich dir also mit diesem Video mitgeben? Einmal, setz einen höheren Fokus auf das ganzheitliche Training. Wir müssen, um im Tischtennis die Technik zu optimieren, müssen wir eigentlich immer in die Halle gehen. Ja, wir müssen in die Halle gehen, wir müssen Balleimertraining machen, wir müssen regelmäßige Übungen trainieren, wir müssen schauen, kommt der Ball gut, was müssen wir verändern. Doch so Sachen wie zum Beispiel die Ernährung, jeder von uns muss jeden Tag essen und trinken. So, das ist einfach so. Ob du jetzt die Cola trinkst oder das Wasser, kannst du dir aussuchen. Ob du dir den Döner holst oder ob du zu Hause dir Reis kochst mit Gemüse und so weiter, ist auch wieder einfach eine Frage, was bist du bereit dafür zu machen? Und zum Beispiel Spieler wie ein Hugo Calderano, der hat verstanden, wie wichtig das ist. Ja, wenn du ihn mal anschaust, wie durchtrainiert er ist, ja, er ist selber zum Beispiel Vegetarier, ja, der achtet auf die ganzen Dinge. Ich bin zum Beispiel auch mittlerweile so, dass ich sage, hey, ich esse viel weniger Fleisch, ich versuche auch in die Richtung Vegetarier, vegan zu gehen und so. Obwohl ich weiterhin im Moment zumindest noch ein bisschen Fleisch esse, aber es ist einfach ein mega spannendes Thema und ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit dem Thema Ernährung, mentale Stärke und so weiter. Du verschenkst also Potenzial, wenn du diese Bereiche nicht beachtest
Deswegen mein Tipp, versuch das Ganze einfach mal anzuwenden. Ja, auch ganz langsam, wenn du sagst, hey, zum Beispiel Ernährung maximal gar nichts, dann steige dich einfach mal zum Beispiel mit einem gesunden Frühstück. Oder wenn du sagst, hey, vor dem Training versuche ich wenigstens gesund zu essen. Oder auch Fitness, ja, wenn du sagst, okay, ich habe bisher gar nichts gemacht, dann kannst du sagen, in der Sommerpause versuche ich mal ein bisschen mehr in dieses Thema reinzugehen. Wichtig ist einfach, dass du schaust, was tut dir gut, ja, wo kannst du Zeit aufwenden, wo kannst du vielleicht auch etwas verzichten, ist auch wieder so eine Sache Zielsetzung, ja, wie wichtig ist dir irgendwas und muss ich, also was hat es für eine Priorität für dich, weil wenn du irgendwo anders Zeit investieren willst, musst du es ja woanders wieder wegnehmen. Ob du jetzt die Zeit weniger Tischtennis-Training magst, um Fitness machen zu können, oder ob du sagst, ich treffe mich jetzt nicht mit den Freunden, um irgendwie abends noch meine Beine im Fitnessstudio zu trainieren, ist einfach eine Frage von Perspektive. Wie sehr willst du es? Was bist du bereit zu machen? Und wie kommt auch dein Körper damit klar mit mehr Training und so weiter? So, das waren meine Tipps für mehr Erfolg im Tischtennis. Deswegen gib den ganzen gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal. Und dann sehen wir uns bestimmt im nächsten Video wieder. Schau auch gerne auf www.highperformancetabletennis.com vorbei für mehr TTR-Punkte. Da bekommst du meine 5 besten Tipps für mehr TTR-Punkte. Und dann sehen wir uns bestimmt im nächsten Video wieder. Mein Name ist Brian Besinger und ich bin dein Tischtennis-Coach.